glaube, diese Waffe ist nicht so geil. Die brauchen wir nicht. Und Ching. Hallo, Kragan. Ich soll dich ein bisschen ärgern. Feindselig. Ich habe ihn verärgert. Hallo, hi. Ja, komm. Komm zu Papa. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der digitalen Unterhaltung, zu einer weiteren Folge von Borderlands, dem Pre-Sequel. Ich bin gerade reingespawnt hier ins Game. Wahrscheinlich kann ich jetzt hier wieder, genau so wie ich das schon kenne, ohne Ende looten. Oh, ich... Oha, hallo, diese Mondatmosphäre. Finde ich auch, Baby. Unbedingt. Cowgirl Power. Gleich mal hier, das, was ich gerade gelootet habe, gleich mal verticken. Nee, nicht hier, sondern hier. Ich glaube, diese Waffe ist nicht so geil. Die brauchen wir nicht. Und Ching. Ansonsten sieht das eigentlich ganz geil aus hier, was wir alles haben. Wieso habe ich eine Pistole oben ausgerüstet? Nehme ich keine Bumballer-Bang-Knarre mehr? Ist auch egal. Ich muss jetzt mal kurz nachschauen, was eigentlich hier Phase ist. Weil das ist jetzt schon wieder ein paar Tage her. Irgendwie hat er mir gerade gesagt, dass irgendwas mit einem Update oder irgendwas war da. Also, wir haben eine Nebenmission. Die findet wo statt? Da oben irgendwo. Wie komme ich da hin? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich mit der Karre muss ich hier rüber jumpen. Ich vermute. Dann haben wir eine zweite Nebenmission. Hä, wo ist sie? Da. Nova, no problem. Die findet wo statt? Da hinten. Achso, da muss ich woanders hinfahren. Ich glaube, die hier, Ödnis der Stille, ist erstmal liegt am nächsten. Also fahren wir da als erstes hin. Wir nehmen eine Karre. Das können wir, glaube ich, jetzt. Letzte Folge haben wir. Genau, ich hoffe, er hat sich das hier Laser Mond Buggy und das zweite Fahrzeug hat er sich nicht gemerkt. Komisch, das war auf der PlayStation auch immer schon so geil, dass er sich irgendwie Probleme hatte, sich die Fahrzeuge jetzt zu merken, die man da... Das verstehe ich nicht. Gut, ist mir egal, ich nehme das jetzt einfach zum Fahrzeug teleportieren, dann haben wir eben kein Raketengeschoss, sondern so ein Laser... Boom, bada, boom. So, wir müssen wahrscheinlich... da hinten ist die Sprungschanze. Jetzt habe ich leider von der Steuerung her immer noch nicht rausgefunden, wie man einen Boost macht. Wahrscheinlich werde ich jetzt elendig versagen. Vorsicht, wenn du Kragans begegnest. Sie tauchten auf, als Glück gehabt. Wir haben es geschafft. Einer hätte mich vor ein paar Monaten fast getötet. Nice. Hat mir eine sexy Narbe am Bauch verpasst. Sorry, das war nicht als Anmacher gedacht, Nisha. Du bist nicht so friedlicher Kragan. Du bist mir auch nicht hübsch genug. Da schieße ich nicht drauf. Guck mal, Leute, es gibt auch friedliche. Also das finde ich mal nice, dass sie im Spiel auch was gemacht haben, was irgendwie friedlich ist. So, also ein bisschen so. Wahrscheinlich Pflanzenfresser oder so. Wobei ich nicht weiß, was hier an Pflanzen irgendwie... So, was haben wir hier denn? Gar keine Gegner oder was? Hier ist auch nochmal eine... Station irgendwie, scheinbar. Whatever. Okay, ich fahr mal weiter. Bisschen umgucken nebenbei. So, und da hinten müssen wir hin und irgendwas machen. Wir können ja noch mal kurz auf den Missionstext gucken. Der uns da Folgendes sagt. Beschaffe oder zerstöre den Lichtreaktor. Gehe zum Lagerhaus. Springs hat dir angeboten, eine Laserwaffe für dich herzustellen. Wenn du ihr einen Lichtreaktor bringst, ja, warum nicht? Laserwaffe? Warum nicht? Andererseits hat dir Mr. Torque von der Torque Corporation Geld dafür geboten, dass du den Lichtreaktor stattdessen zerstörst. Das Einzige, was dich davon abhält, diese lebenswichtige Entscheidung zu treffen, ist so ein blöder Haufen Kragans. Also bisher sind mir nur friedliche begegnet. Aber mal gucken. Ja, weiß ich nicht. Laserwaffen herstellen oder zerstören? Ich bin zwar vom Charakter her momentan Cowgirl, wo man eher sagen würde, naja, normale Waffen sind natürlich cooler, ne? Was soll ich mit Laserwaffen? Aber warum soll man nicht auch ein bisschen, ne? Also natürlich ist es immer wichtig, auf Bewährtes zu schauen, so Sachen, die cool sind und die zu nutzen. Aber auch neue Technologie kann man ja mit reinnehmen. Also warum soll ich verhindern, dass wir Laserwaffen bekommen? Verstehe ich jetzt nicht.
Und die, bisher hat Springs uns nur geholfen, die hat uns sogar das Leben gerettet. Und diese Talk Corporation, was hat die Talk Corporation bisher für uns getan? Ja, mal gucken, was wir machen, wie wir uns entscheiden. So, hier sollen wir irgendwie hin. Du hast es geschafft. Das Gebäude mit dem Lichtreaktor ist ganz in der Nähe. Geh rein. Das Gebäude mit dem Lichtreaktor. Feuer mit ihr auf die Kragans. Dann werden sie wütend und greifen an. Wenn du sie in das Gerümpel locken kannst, schlagen sie für dich eine Bresche. What? Ich soll was tun? Ich soll da rein? Da ist doch Lava. Ich versteh's gerade irgendwie nicht. Das Gebäude ist ganz in der Nähe. Welches Gebäude, Baby? Das da. Das kann ja nur dieses Gebäude sein. Ah, wahrscheinlich ist dieses Gerümpel gemeint. Ich steig mal aus jetzt. So, welche Waffe hat sie mir gegeben? Warte mal, wie geht denn das mit dem Aussteigen? Ja, scheiße. Ah ja. Okay. Hi. Ich soll eine Waffe benutzen, die sie mir gegeben hat. Genau, da war irgendwas mit so einer Waffe. Diese hier soll ich benutzen. Hocheffektiv gegen Fleisch. Jetzt verstehe ich, warum ich die benutzen soll. Weil die Kragans bestehen ja aus Fleisch. Ich finde das aber irgendwie nicht so nice vom Ding her. Aber gut, wenn sie das sagt. Friedliche Tiere angreifen, das ist irgendwie nicht so Cowboy-like. Und auch nicht Cowgirl-like. Was sind das für Geräusche? Irgendwie sind da Geräusche. Ich laufe nur einmal zur Sicherheit drumrum, um rauszufinden, was ja eigentlich Phase ist. Ich frage mich, wie das eigentlich mit dem Luftverbrauch ist, wenn ich ins Fahrzeug wieder einsteige. Ob ich dann wieder Luft bekomme? Mal gucken. Wir schauen mal. Hallo, Kragan. Ich soll dich ein bisschen ärgern. Feindselig. Ich hab ihn verärgert. Lass den Kragan den Schutt angreifen. Greif mich doch an. Hallo, komm. Boah, Alter. Alter, das finde ich irgendwie nicht so geil. Hallo, hi. Ja, komm. Komm zu Papa. Immer noch. Sie müssen es nochmal rammen. Nochmal. Ich hab da irgendwie nicht so Bock drauf, aber wenn es sein muss. Hallo, hi. Ja, komm. Komm zu Papa. Nice. Wäre schön, wenn dieser Kragan dann aufhört. Okay. Spitze. Jetzt bring ihn Spitze. Her und ich geb dir eine Laserwaffe dafür. Spitze. Und du zerstörst ihn für mich. Und das hier ist dafür eine coole Torknalle. Warum? Weil ich Laserwaffen hasse und voll nachtragend bin. Das steckt tief in mir drin. Schmeiß den Lichtreaktor irgendwo in die Lava. Oh, der Muskelberg tut mir fast leid. Du kannst den Reaktor für Torg zerstören oder mir geben. Ich mag dich so oder so. Also, ich finde, bisher war Springs ziemlich cool und dieser Torg-Typ ist ein ziemlicher, ich will nicht sagen Saftsack, aber irgendwie geht er mir auf den Keks. Huch, okay, jetzt habe ich ein Problem, weil dieser Kragan, der findet das überhaupt nicht witzig, dass ich ihn gerade... lass mich in Ruhe. Oh Gott, ich habe ja gar keine Chance gegen die Biester. Das ist ja schlimm, die sind richtig feindselig. Alter, ich muss hier weg. Das kann nicht wahr sein, meine Karre ist gleich kaputt. Oh Gott, rückwärts und wieder vorwärts. Sie kommen, oh mein Gott, sie kommen. Ah, hier trauen sie sich scheinbar nicht rein. Und die Mucke rastet aus. Ist natürlich auch geil. Also Entscheidung habe ich schon getroffen. Was ich eigentlich machen werde. Ich werde nochmal eben kurz diese Biester hier kalt machen. Ja, alles klar. So, die anderen Kragans sind wieder brav. Aber die hier sind irgendwie noch ein bisschen nervig. Achso, der ist... Das ist der von vorhin, der ist immer noch angepisst. Alter. Oh, Alter. Ist das Mondgestein, was da... Dieses Mondstein sollte man, glaube ich, sammeln, oder? Und was ich auch nice finde, ist, dass... jetzt ist hier gar kein Mondstein, das sah nur so aus. Okay, das waren die Überreste eines Kragans, die dann weggespawnt sind. So ist das in Games. Was ich auch ganz nice finde in diesem Game ist, dass in die Karre einsteigen und schon hat man wieder Luft. Oh! Ah, das ist der Boost. Okay, geil, ich habe die Tasse für den Boost endlich gefunden. Hallo, Kragan. Hi. Na? Ja, und da kommt dein Bruder, der kriegt auch noch eins auf der Mütze. Alles klar.
Ja, die ganze Familie ist da. Das ist ja ein Fest hier. Ja, kommt, Leute. Ernsthaft. Warum legt ihr euch überhaupt nicht mit einer Maschine an? Also zumindest mit einer Maschine, die... Oh Gott, was ist da hinter mir? Huch, ich wäre fast in die Lava reingefahren. Nice. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wir wollen zu Springs. Ja, nice. Huch. Aua. Alleine Achtung. Achtung, Atmosphäre. Achtung, warte mal, diese Waffe, die brauche ich ja jetzt nicht mehr, ne? Ich nehme mal wieder irgendwas hier Bumbala-Peng-mäßiges. Die oder die? Hm. Wir nehmen mal die. Die war ganz nice. Wo sollen wir hin? Wo sollen wir hin? Wo sollen wir hin? Wahrscheinlich ist sie Springs gerade oben. Hallo Springs, ich hab da was für dich. Mach mir Laserwaffen, her damit. Ja, als echter Space Cowboy. Ich bin ausgetrocknet wie ein... Naja, ziemlich alt. Mädel, du wiederholst dich, aber hier. Sieh dich an, ein hart schuftender Kammerjäger. Kein Faulpelz. Nee, das kann man nicht sagen. Was macht mein Job? Ja, ich wollte den irgendwie jetzt beenden. Wo soll ich ihn dir denn hintun? Ich hab keine Ahnung. Doch ein Stockwerk tiefer. Okay. Gibt's hier noch Munition? Nö, brauchen wir nicht. Hä? Wo muss ich denn hin? Wo muss ich hin? Okay. Da! Alles klar, okay. Lichtreaktor platzieren. Spaß mit ihren Laserwaffen und ich sitze hier nur rum und jage Sachen in die Luft. Mein Leben ist scheiße. Woher? Aber Talk. Auf Explosionen. Ja. Das sagst du doch nur so. Die Leute wollen Laser, keine Explosionen. Nein, ich stehe wirklich auf Explosionen. Du bist klasse. Wirklich? Jetzt bist du mir sympathisch. Willst du mit mir gehen? Sorry, ich stehe nicht auf Kerle. Nein. Oh, was? Nice, die gefällt mir immer mehr. Ich meine, ich spiele ja gerade ein Mädel, ne? Mit dem Lichtreaktor-Dings herum, dann möchte ich mal klarstellen, dass ich damals in einem tiefen Loch steckte. Ich weiß jetzt, dass die Freundschaftszone ein imaginärer, frauenfeindlicher Ansatz für eine Beziehung ist. Versteht ihr, was ich meine? Bitte zisch ab, Talk. Okay, out. Nice. Muss ich das bei ihr abschließen, ja, oder? Aber nicht, dass ich dir bei dem Job helfe, den ich dir gegeben habe. Nö, ich wollte nur sicher gehen, ob alles in Ordnung ist. Ich guck hier nochmal in die Kisten rein. Ah, immer noch keine Munition. Wir sind voll gepackt bis oben hin mit Munition. Ach, ich soll das jetzt am schwarzen Brett beenden. Alles klar. Beschaffe oder zerstöre den Lichtreaktor, Laser und Explosion. Diese Sache hatte wirklich nur Schönes. Was? Abschließen. Springs, schwarzes Brett oder Torx Raketen. Also ich, Rakete. Ich habe dadurch das schwarze Brett scheinbar freigeschaltet, so wie es aussieht, ne? Ja! Jetzt kriege ich hier eine Firestarter. Geil. Das erinnert mich an so Musik von früher. Was war das wohl noch? Firestarter. Hm. Es gibt auf jeden Fall Musicless Music davon. Könnt ihr mal googeln. Gibt's YouTube-Videos. Ziemlich cool. Ja, macht mächtig Ärger. Strahl durchdringt Ziele. Feuerstoß im Zoom-Modus. Hocheffektiv gegen Fleisch. Also gerade speziell diese Biester, die man so trifft. Habe ich das jetzt abgeschlossen oder habe ich das abgeschlossen? Scheinbar habe ich es abgeschlossen. Wir können mal eben nachgucken und Hauptsache ich treffe immer. Da ist sie. Geil mit so einer Amtsflaggenbemalung. Macht mächtig Ärger. Ist auch scheinbar sehr selten. Hat aber nur einen Schaden von 15. Mit einer Rate. Schussrate ist mächtig erhöht. Was ist denn? Die Kiste hier ist ja noch geiler. Oh. So viele Waffen und ich kann mich nicht entscheiden. Feuerstoß im Zoom-Modus verbraucht sein. Okay, aber zwei Munition pro Schuss verbrauchen ist natürlich ein hoher Munitionsverbrauch. Allerdings, die Waffe ist schweineteuer. Wenn man auf den Preis mal guckt. Meine Fresse. Also ist natürlich klar, dass ich die untere hier mal verticken muss, weil sonst habe ich zu viele von den Dingern.
Hohe Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Fragen. Ist richtig. Das wird sowieso alles noch viel, viel spaßiger, wenn ich dann voll im Loot-Modus Rage bin. Wahrscheinlich muss ich dann euch wieder solche solche Geschwindigkeits-Cuts machen, die ich mit toller Musik untermale, damit ihr euch nicht langweilt, wenn ich nur noch am Loot bin und nur noch an diese Automaten rangehe, um irgendwie Kohle zu besorgen. So, dann beenden wir hier auch diese Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schreibt mir was Nettes in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.